So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodim zu einem neuen Part Tetris. Die App auf dem Handy, auf dem Smartphone, genauer gesagt ein Samsung Galaxy Gerät. Das gibt es bestimmt auch für andere Anbieter und für andere Modelle. Ja, ich würde das gerne heute zu einer Art Informationsvideo machen, ja, sowas wie die Dwarf News, bloß etwas anders. Ja, ihr habt das schon gesehen, ein bisschen Galaxy, und da habe ich schon ein bisschen gespielt, um das mal auszuprobieren. Wenn ich mich nicht irre, gibt es da, ja, da gab es schon so eine Probe, Tutorial, Welt. Da muss man immer solche Muster hier freischalten. Hier Welt 1 habe ich schon gemacht und Level 1 in Welt 2 habe ich auch schon. Major Tom. Starten wir in Welt in Level 2. Welt 2. Hui, das ist besonders lustig. Nicht das klassische Tetris, aber mal was anderes. Da muss man hier das so wirklich planen. Taktieren. Zack. Jo, spiel auch gleich nochmal mit Sicherheit die Standardmethode. Jo. Kommen wir zu den News. Ach ja, die Zeit läuft auch ab. Was liegt an auf Zwergenfürst LP? Jo. Nicht viel, muss ich leider sagen. Da gerade in meinem Bundesland, in dem ich lebe, zurzeit Prüfungen anstehen, ist auf dem Kanal außer Vorproduktion relativ wenig los zurzeit. Und deshalb wird es auch in den nächsten Wochen etwas wenig geben. Und ja, da wird es halt ein bisschen kürzer kommen, aber das sagte ich ja schon öfters, das habe ich ja schon vor einem halben Jahr angesagt. Dieses Video ist fast tagesaktuell und so. Ab und zu wird es vielleicht noch ein bisschen was geben, aber wenn dann die Prüfungen dann vorbei sind, das dauert erstmal einen guten Monat. Jetzt sind erstmal die schriftlichen, dann kommen die mündlichen, wie das so ist. Und dann ist noch ein bisschen drumherum Gedönse. Okay, haben wir verloren. Und so kennt man den. Auch mit der richtigen Musik. Ja, und dann kommt ja auch bald der wunderschöne Film, das große Filmprojekt auf Zwergenfürst im Sommer online. Ja, dass ich bis dato sogar schon, jetzt habe ich verkackt, dass ich bis dato schon fertig geschnitten habe, darf ich sogar schon sagen, dass ich das fertig geschnitten habe. Stimmt ja auch. Verraten darf ich euch trotzdem leider noch nicht zu viel. Lasst euch
überraschen. Ich habe da schon einige Videos zu gemacht, denen ich schon etwas verraten habe. Also schaut die mal an. Nein. So. Ich bin ein ultra schlechter Tetris-Spieler. Du, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ja, muss wohl so. Und das da rein. Also, seid nicht traurig, wenn ihr in die nächsten Wochen auf meinem Kanal relativ wenig zu sehen bekommt. Bis zum 1. Mai habe ich jetzt erstmal Resident Evil vorproduziert. Und dann kommt jetzt täglich um 17 Uhr. Darauf könnt ihr euch mal freuen. Das ist vorproduziert, das kommt. Das kommt so sicher mit den Armen in der Kirche. So viel dazu. Ich muss dann natürlich noch dran denken, die aktuellen Let's Play-Reihen natürlich fortzuführen. Oh, das fällt mir immer ein bisschen schwer, die alle fortzuführen. The Legend of Zelda: A Link Between Worlds wurde ja abgebrochen. Das wisst ihr ja schon. Oh wei, das ist eine ganz schlechte Position. So, wie soll ich die denn jetzt wieder rauskriegen? So muss es da rein. Jupp. Das war viel. So, und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht zu übel, dass ich hier verkacke. Dass ich so wenig hochlade in nächster Zeit. Es gibt ja jetzt mittlerweile schon über 500 Videos, tolle Videos auf meinem Kanal, die ihr euch in der Zeit gerne reinziehen könnt. Und daran soll es nicht scheitern. Ich wette, ihr habt noch nicht alle geguckt. Und jetzt bestimmt das ein oder andere Video, das ihr euch in der Zeit bestimmt mal reinziehen könnt. Ist bestimmt das ein oder andere Interessante mit dabei. Also, auch die alten Videos, also die ganz alten Videos von 2016, Frühjahr 2016, die sind ja so unterhaltsam. Man da sieht, was der Anfänger Zwergi, also ich bin immer noch ein Anfänger, aber der blutige Anfänger, der noch keine Ahnung von Let's Plays, geschweige denn von YouTube hat, da so fabriziert. Alles nicht gelöscht worden. Ja, einiges ist gelöscht worden, aber da gibt es noch lustige Sachen zum Angucken. Auch nur zu empfehlen. Also, wenn ihr die YouTube-Videos von Zwergenfürst sehen wollt, ist also auch hier dafür gesorgt. Ja, das ist mein Ende. Ja. So, ja, ansonsten würde ich mal sagen, wenn dann wirklich alle Fäden reißen, schaut bei meinem lieben Kollegen Greeny Let's Play vorbei. Der lädt, ja, der ist auch in Prüfungen, das ist im selben Bundesland, aber der lädt vielleicht auch mal was hoch. Da kann man nur Werbung für machen. Der macht auch so spannende Sachen. Jetzt mit der Switch. Ja, also, ich hoffe, ihr habt Verständnis. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ja, dann würde ich mal sagen, so viel zu den aktuellen Themen. Mehr gibt's nicht so zu besprechen. Hier gibt's noch einen Entdecker-Teil.
Das sieht sehr interessant aus. Also sehr wirklich. Überlebe alle anderen und entdecke neue Planeten. Das ist dann ein Ding für ein anderes Video. Ich hoffe, ihr seid gut informiert worden über meinen Kanal die nächsten Wochen. Und ja. What the fuck? Feindlicher Angriff. Ja, gehabt euch wohl und würde mal sagen, haut rinne. Habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Bis zum nächsten Video. Haut rinne.